Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir erfolgreich den Tintenfisch besiegt, war nur mal ein kleiner Part. Und heute geht's noch los mit Kapitel 1, nämlich Lugards Drachenburg. Das klingt dann mal sehr interessant, was uns da erwarten wird. Damit willkommen zu dem Part. Da sind wir also im guten alten Feuertal. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eines der Sternjuwelen befinden. Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. So sieht's aus. Wir sind mal schon im 6. Part. Das ist mal so richtig los hier, glaube ich. Schön. So ist es halt. Gut, letztes Part war ein bisschen sehr kurz und knapp, aber dann war der ganze Prolog quasi abschließend. Dann geht's hier in dem 6. Part halt dann mit dem Feuertal los. Das war jetzt die Idee dahinter. Okay, was ist das? Ein Drache. Irgendwie hat das so ein bisschen Ritter Rost-Vibes, finde ich so. Ich meine, kennt ihr Ritter Rost noch irgendwie? Sagt das das irgendwas? Ja? Nein? Vielleicht? Also mal ganz kurz das hier, meine Lieben. Das ist Ritter Rost, so sieht er aus. Also ich hoffe erst, ihr kennt ihr noch. Ne? Ich mal dazu. Hoffentlich denke ich dran, das Bild für mich einzublenden. So, also so ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Gruselig. Und ich finde, das erinnert mich irgendwie voll kann an den guten alten Ritter Rost. Ich weiß auch nicht. Es ist zur Burg da hinten geflogen, oder lass uns lieber schnell von hier verschwinden, bevor es zurückkommt. Ja, okay, aber wir müssen ein bisschen umschauen. Werden wir uns müssen. Dieser Fels ist irgendwie eine Röhre. Ja, nicht nur dich, mich auch. Aber okay, das lassen wir einfach mal erstmal so stehen, weil ich glaube, da können wir mehr eh nichts machen. Aber den Pilz sehen wir natürlich, damit bekommen wir es in Säufer wieder neue Leben. Weißt du irgendwie leider auch, dass das hier vonnöten sein kann, dass rechtes wird. Aber schauen wir halt mal. Wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Das werden wir erst sehen. So. Hier machen wir nämlich den ersten Angriff, jawohl. Weil wir müssen wieder ein bisschen battlen hier. Wieso war das denn nicht zwei? Irgendwas habe ich da verkackt. Aber okay. Was soll's. Irgendwas hat die... Ah, stopp. Ja, das war natürlich ein bisschen dumm. Weil da ist eine Kopfnuss eher Sahn. Deswegen machen wir da lieber Taktik. Hilft ja nichts, weil wenn die jetzt damit einen Kopfnuss da drauf springt, der macht diesen Selbsthahn. Und das ist einfach saudumm. Deswegen macht es keinen Sinn, das zu machen. Deswegen lassen wir uns hier lieber kurz voll labern. Aber ich habe geblockt, das ist immer sehr schön. Dann haben wir jetzt nur einen Schaden erlitten. Und das einzige Gute ist hier nämlich der Hammer. Jawohl, damit haben wir es gleich erledigt. Wir bekommen wieder Sternpunkte. So muss das sein. Das ist doch super. Sehr schön. Und auch ein neues Herz. Doppel pro Herz. Was haben wir hier? Ach nee, ich dachte, hier vielleicht ist ein Herz drin. Aber wir haben einen Orden, der heißt Tu mir nix. Hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriffe auf ihn eher daneben. Boah, der Orden ist natürlich dann auch wild. Ich glaube, den legen wir uns einfach gleich mal an. Wir können sogar beide dran haben, das ist ja mal sehr wild. Wenn wir ein so Ding haben, können wir den nämlich auch ein Gleis benutzen. Und das war hoffentlich auch unser erster Angriff, weil wir sind da auf und drauf gesprungen. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Also hier kann man natürlich nur springen. Ja, das können wir schnell machen natürlich, auch mit der Kopfnuss hier. Auch wenn wir es hier dann ein bisschen das getimed haben. Den haben wir geblockt, jawoll! So, und hier kann man mit dem Hammer noch den Rest geben. Boom, und sogar mehr Stress. Wenn wir getroffen haben, wir nur einmal hätten treffen müssen. Aber gut gemacht. Schön, schön, schön. Ah, ich mag, wenn es immer so ein bisschen aufgeht. Und wir haben eine Feuerblume erhalten, jawoll. Schön, dass wir Items bekommen. Und sieh mal an, was da ist. Da ist eine Röhre. Außer erst will ich battlen mal mit dem hier. Jawoll.
Den haben wir auch gleich weggemacht. Den ersten machen wir mit, den haben wir auch gleich weg. Fühlen haben wir natürlich sehr viel mehr, die einfach so springen. Das haut mal, wie schnell das ging. Ey, das ist super. Da hat Tama sehr gut gemacht, meine lieben Damen und Herren. Und sieh an, was hier ist. Eine Röhre. Ich würde einfach mal jetzt da reingehen. Vom Gefühl her, aber man weiß ja nie, was da ist. Okay, das ist ein bisschen dumm. Ich glaube, das müssen wir besser planen. Ja, so sieht's aus. Okay, drücke R, um dein KP und BE zu überprüfen. Ah ja. Ja. Hä? Wo? Ach so, ja. 8 von 10. Ja. Wie komme ich doch nicht hin? Noch nie im Leben so weit fliegen. Also springen meine ich. Aber wir machen es halt nochmal. Aber das war doch mit der Röhre gedacht, oder bin ich jetzt komplett dumm? Nee. Einmal will ich noch probieren. Irgendwas macht es ja grundlegend falsch. Okay, lassen wir das. Das triggert mich gerade viel zu sehr. So, übrigens, Mario, wenn du irgendwann nichts mehr weiter weißt, drücke einfach ZL, um einen Tipp von mir zu bekommen. Achso, ja, dann hast du da oben auch einen Tipp, wie man da dran kommt. Dann gehen wir doch nochmal zurück, sorry. Ich will das nochmal probieren. Ich will mal schauen, wie das funktioniert. Ja, ach, danke für den schönen Tipp. Ah, X. Okay. Gut, das hast du vorhin auch schon gesagt. Danke für die Info. Ich bin aware of this fact. So. Hier mache ich einfach erfolgreich den ersten Angriff, weil dann gibt es da eigentlich Punkte. Auch wenn hier nicht mal 3 Stück dabei sind. Und die müssten wir tatsächlich alle, wenn wir es elegant anstellen, nicht mal so wegbekommen. Das wäre natürlich das Beste. Und genauso ist es auch. Jawoll. Krass eigentlich. Was, wenn man es sinnvoll macht, 3 Gleis komplett weghauen kann. Das ist Wahnsinn. Und wir haben hier eine Feuerblume erhalten. Jawoll, die wird uns nochmal nützlich sein. Weil ich glaube, hier wird es bald Stress geben. Oh, wie war das? Ich weiß nicht, ob wir hier einfach so durch konnten. Mach's ein bisschen so aus, es wäre dann nichts, aber wenn du mit dem Hammer zuschlägst, findest du noch etwas. Oh. Auf dich wollte ich jetzt eigentlich nicht hauen. Und witzig, wie der gleich Angst hat. Ja, aber vor allem eher nach irgendwas hauen, was... Ah, jawoll, die Röhre. Die ja ist bestimmt nicht ohne Grund auf einmal hier. Schau noch mal, wo es da rausgeht. Schön da hinten. Und ich glaube, das bestimmt die Seite hier auch nicht ohne Grund dasteht. Ja, weil, da kommt hier nämlich sehr schön eine Brücke, die hingebaut wird. Meistens wieder animiert. Ist ja super. Sehr wild. Und so kommt man nämlich auch rüber. Weil selbst ein sehr heißer Tipp, mit einem Hammer einfach irgendwo drauf zu hauen. So, jetzt war einfach Gumbina kurzzeitig weg. Kann man eigentlich immer machen, weil es gibt immer vielleicht eine Münze oder sowas. Oder ein Geschenk, nämlich ein Mysterium, jawoll. Was es bewirkt, keine Ahnung, finde es heraus. Okay. Und hier gibt es nochmal eine Feuerblume. So, was sagt eigentlich mein Item? Okay. Das sagt nämlich das mal so ein... Boah, und das Tasten bald voll ist, ne? 12 und 15 Möglichkeiten. Crazy. Aber noch brauchen wir keinen Pilz. Und noch haben wir 8 verschiedene Leben. Das ist recht viel, das ist eine gute Anzahl.
Und hier kommen wir eh schon wieder pennen, jawoll. Die kommt da gerade zur rechten Zeit die Stadt. Ist das nicht schön? So, willkommen. Ah, willkommen, Reisender. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit die schreckliche Lokrat die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Lokrat, das ist bestimmt das große Monster von eben. Lokrat heißt es also. Ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Jaja, die Alten zum Rat und die Jugend zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu ihm. Pink. Na gut, vielleicht nicht gerade geschmacksvoll, aber sicher leicht zu finden. Dieser Rand Ufops genommen. Na gut, vielen Dank. So, aber wir gehen erstmal hier ins Haus im Toad und wollen einmal nestigen. Außerdem dafür jetzt irgendwie viel mehr Geld. Ich habe halt nur zwei Leben bis jetzt verloren. Ach komm, wir haben so viele. Na gut, es ist aus. Ich will ja wieder komplett auf Takt sein. Man weiß ja nie, was mich Lilith erwartet. Im Laufe der Zeit. Das muss mir wert sein. Dankeschön. Und dafür kostet es ja hier bald nicht aus Kämpfen rauszugehen. Das ist ja anders im ersten Paper Mario. Da war es nämlich nur anders herum. Hier ist so schön hier. So, wen haben wir denn hier? Guten Morgen, guten Tag, man nennt mich Knospi. Ich mag es hier. Es ist wunderbar, um Lumpen geben zu sein. Ja, das ist doch schön. Hier sieht es auch echt schön und friedlich aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Gut, dann drücken wir einmal einen Speiserknopf. Und schauen wir einfach mal hier ins Haus, was ist mal hier drin. Wieder probierte Items haben. Oh, das scheint mir. Ich weiß nicht, war der teurer oder billiger? Das weiß ich nicht mehr. Was aber eher so interessant fand, sind die neuen Items, wie zum Beispiel das hier. Macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Dafür nehmen wir auf jeden Fall mal eins. Weil Items zu haben ist immer ratsam. Gut, was haben wir hier? Ein Hartpanzer. Macht härter und erhöht die Verteidigungskraft. Aha. Zwei Punkte zahlen gegen alle Gegner, haut Zahlentiere um. Ja, komm, dann nehmen wir auch mal ein. Und dann nehmen wir nochmal einen, der BP wiederherstellt. Ich glaube, jetzt ist mein Tastat wirklich langsam voll. Okay, wir hätten einfach einen Pilz verwenden können. Ich wäre sogar günstiger gewesen. Jetzt in dem Fall als zu pennen. Habe jetzt in dem Fall nicht so überdacht. Aber ist ja wurscht. Wir haben auf jeden Fall erstmal genug. Das erste muss passen. So, wen haben wir denn hier? Mein Name ist Bob und ein alter Bob und ohne Träume und Hoffnung. An diesem Ort tue ich niemandem etwas an. Also lasst ein bisschen Frieden. Okay, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal in ein Haus raiden. Hey, fass hier drin nichts an, das ist so sinnlos. Alles so einzigartige Sammlerstücke. Boah, da ist aber eine richtig krasse Prinzessin Peach-Fan. Oh mein Gott. Wie creepy. Oh mein Gott, der hat da überall nur Peach-Zeugs hängen. Das ist crazy. Es würde doch dem Mario eigentlich nicht passen, dass der seine, Prinzessin da so sehr verehrt. So, in letzter Zeit vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was man ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht ein bisschen Sorgen. Ah ja, aber hier scheint das pinke Haus zu sein. Hier scheint ja der Bürgermeister zu sein. Und was ist hier drin? Etwas, wo wir jetzt noch nicht rein können. Okay. Na gut, ich will jetzt eigentlich nicht wissen, was du hier laberst. Wir nehmen es einfach eigentlich nur in das Haus des Bürgermeister. Weil das sollte hier sein. Da ist er ja, der gute alte Bürgermeister. Bart, Knollnase, was bist denn du für eine Figur? Hallo, du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort. Na, aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du mir ein paar Münzen und einen antiken Panzer zufrieden bist, die kannst du dir rückgeben. Mehr aber auch nichts. Die alten Fotos von mir und Oma Kumpel, die würde ich allerdings gerne behalten.
Ich erinnere mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Was? Du bist gar kein Dieb? Ja, nee. Was willst du denn? Du bist auf der Suche nach den legendären Sternjuwelen. Sag es doch gleich. Dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, dass Sternjuwelen, das du suchst, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Lugard habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Lugard, den riesigen und grausamen Drachen. Ja, natürlich. Haben wir gerade fliegen gesehen. Mit ihren Überfälligen terrorisierte Lugard die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also des Wahns, nein, Held, der uns endlich von Lugard befreien will. Was? Moment mal. Einfach nur meine Fressen holen. Prinzessin holen. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Lugard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was, wie? Du brauchst keine Belohnung. Oh, das war doch nicht so gemeint. Was für eine Bescheidenheit, das ist typisch. Eigentlich wollte ich eine Belohnung, ne? Okay. Ach du, wie heißt das denn noch so schnell? Marion. Irgendwie ein passender Name. Ach, Manio. Manio passt schon. Na gut, Manio, das finde ich witzig. Eine Sache sollst du aber noch wissen. Das ist so, wie ich heiße, David, ne? Und, voll viele nennen mich weshalb auch immer Daniel. Und das ist eine Sache, die triggert mich, also, die triggert mich wirklich so unnormal. Und ich kann nicht sagen, wieso mich das so sehr triggert. Aber, es ist wirklich Wahnsinn. Die Leute, die mich schon seit Jahren kennen, Nachbarn oder so, auf einmal, na Daniel, wie geht's? Ich denke mir nur so, ich heiße David. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, mich triggert das einfach, wenn aus David Daniel wird. Ich weiß nicht wieso, aber mich triggert es einfach. Deswegen Leute, nehmt mich bloß nicht Daniel, außer ihr wollt mich triggern, dann bitteschön, go ahead und jetzt bist Daniel. Also das ist, nee, ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Sag's das, wie es ist. Also wirklich, das ist... Okay, wenn du zu Lugards Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie sollte sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du einen Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Jetzt wird's wichtig, okay. Also Sonnenschlüssel, Mondschlüssel, Ja. Oh, können wir mal wiederholen hier? Sonnenschlüssel, aha. Mondschlüssel, aha. Irgendwo in der Geröllburg. Aha. Gut. Jetzt habe ich mir notiert. Damit soll jetzt eigentlich gut klappen. Ja, auf meinen wilden Super Mario-Stift, den ich jetzt runterschmeiß. Gut, gut, gut. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. So, ja. So, entschuldigt. Ich bin auf mein Streamdeck gekommen, deswegen hat es jetzt die Szene gewechselt. Die Peile ist. So, wo geht's denn hier raus? Vielleicht dort, wo die Tür ist. Das wäre eine Idee. Also Leute, wir müssen jetzt zu der, wie heißt die Burg nochmal? Geröllburg gehen. Und dort nach den, Schlüsseln suchen. Und das, liebe Leute, machen wir im nächsten Part von Paper Mario. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.